In diesem Video zeige ich dir 10 Dinge, die du jetzt loslassen kannst. Hi, mein Name ist André Leubel, ich bin Gründer von ChangeNow.de, Autor des Buchs Glücklich Sein und Erfinder der Energiequickies. Jetzt gibt's die 10 Dinge, die du ab sofort aus deinem Leben rauswerfen kannst, die du loslassen kannst, jetzt. Erstens, die Angst vor dem Versagen. Ich weiß, wir leben in einer relativ scheiterfeindlichen Kultur. Das heißt, jeder, der scheitert, wird immer direkt mit dem Finger drauf gezeigt und sagt, boah, versagt, wer weiß nicht, kann doch mal sein lassen. ja, Quatsch. Denn die Menschen, die das sagen, sind meistens Menschen, die selber ihren Arsch nicht bewegen, die ihr ganzes Leben in ihrer kleinen Komfortzone sitzen bleiben, sich da niemals rausbewegen und immer nur mit dem Finger auf andere zeigen, statt selber was zu tun. Wenn wir scheitern auf unserem Weg, dann ist das völlig okay. Denn nur dadurch, dass wir probieren, lernen wir auch. Ist wie ein kleines Kind. Denn mal gefragt, wie lange würdest du dein Kind geben, bis es laufen kann? Ein Tag, zwei, vielleicht so 10 Versuche, vielleicht 15? Du gibst deinem Kind so lange Zeit, bis es laufen kann. Bis es laufen kann. Und zwar egal, wie lange das dauert. Und egal, wie lange du auf deinem Weg brauchst, solange du noch unterwegs bist, solange du nicht aufgegeben hast, bist du noch auf dem Weg. Denn wirklich versagen tun wir erst, wenn wir aufgeben. Solange wir immer wieder aufstehen und sagen, okay, hat mich ein bisschen geschüttelt, gewoltet, aber ich mach weiter, solange sind wir noch auf unserem Weg. Und übrigens, wenn wir auf die Nase fallen auf unserem Weg, sind wir ja immerhin so 1,60 Meter bis zu 1,90 Meter näher an unserem Ziel dran. Zweitens, Selbstzweifel. Die kannst du jetzt wirklich loslassen, die kannst du gehen lassen, denn du bist ein wundervolles, einzigartiges Wesen. Und zwar jetzt schon. Ohne, dass du noch irgendwas beweisen müsstest oder dass du was darstellen müsstest oder was erreichen müsstest, irgendwas. Nein, du bist ein wundervolles Wesen jetzt schon. Wir alle sind wundervolle Wesen. Wir alle sind gleichwertige Wesen. Und die Zeit, dass du das anerkennst, dass du ein wundervolles Wesen bist, denn das bist du, die Zeit dafür ist genau jetzt. Oh, den hier mag ich auch besonders gerne. Drittens, Ausflüchte. Die kannst du jetzt gehen lassen. So Ausflüchte, Entschuldigung, so ha, hehe, tu etwas oder tu es nicht und steh dazu. Nicht so viel reden, mehr machen. Und wenn du was nicht machst, dann sag es und steh dazu. Das macht es wirklich für alle einfacher. Alright, Ausflüchte, fitschu. Rauswerfen aus deinem Leben, einfach mal dazu stehen, was du tust. Viertens, Aufschieberei. Auch bekannt als Procrastination oder ach, ich mach das einfach morgen. Um es mit einem großen Sportschuhhersteller zu sagen, just do it. Tu es einfach. Auch wenn du vielleicht keinen Bock hast oder wenn du dich gerade nicht so fühlst, oh, ach, weißt du, ich glaube, ich habe heute, nee, ich fühle mich heute nicht so. Ich glaube, ich mach das lieber morgen. Mach es einfach, just do it. Denn wir schieben so viele Dinge auf, so viele großartige Dinge könnten passieren, wenn wir mit dieser Aufschieberei einfach mal aufhören würden, sondern einfach das tun, was auch zu tun ist. Und deswegen schau dir an, was ist wirklich wichtig für dich, was bringt dich heute vorwärts und dann tu das. Fünftens, allen Menschen gefallen wollen. Du wirst es niemals schaffen, dass alle Menschen dich mögen. Es wird immer Menschen geben, die doof finden, was du machst. Sie sagen, der ist aber doof. Solche Menschen wird es immer geben. Du kannst einfach nicht allen gefallen. Du kannst auch nicht alle Menschen glücklich machen. Du bist kein Glas Nutella, sondern du bist ein ganz normaler Mensch. Und es wird immer Menschen geben, die dich nicht mögen. Komm damit klar. Mach einfach dein eigenes Ding und richte dich nicht so sehr nach anderen aus, ob die dich vielleicht mögen oder nicht, sondern mach dein Ding. Sechstens, die Angst vor der Liebe. Die darfst du jetzt auch gehen lassen. Denn ja, ich weiß, die Liebe kann manchmal ganz schön groß sein. Sie ist so unglaublich groß, dass sie uns den Boden unter den Füßen wegzieht und sie fordert uns. Sie sagt, ergib dich mir. Geh wirklich hundertprozentig rein. Und ich weiß, das macht manchmal Angst. Doch wenn die Liebe ruft, dann folge ihr. Denn es gibt nichts Wichtigeres im Leben, als diesem Ruf zu folgen. Wenn du etwas liebst, dann folge diesem Ruf und lass die Angst gehen. Denn mal ganz ehrlich, Liebe tut niemals weh.
Ja, unser Ego, das wird manchmal verletzt. Ne? Das Aber das hat nichts mit Liebe zu tun. Das passiert hier, das ist unser Ego. Und das hat viel mehr mit uns selber zu tun, als wir dann manchmal zugeben. Ne? Deswegen, keine Angst vor der Liebe. Wenn die Liebe ruft, dann geh und folge ihr und geh 100%. Siebtens, negative Menschen in deinem Leben. Die kannst du jetzt einfach gehen lassen. Verbring nicht freiwillig deine Zeit mit Jammerlappen, mit Miesmachern, mit auf Gänseblümchen rumtretern, auf alles, auf Leute, die alles mies machen, die immer sagen, ja, alles scheiße und so, boah, du bist auch scheiße, boah, alles scheiße hier und so, boah. Die laufen auch immer so durch die Welt, so, ja, so, merkst du, die haben schon so eine Grund. Wenn du Menschen hast in deinem Umfeld, die sind, dann lass sie gehen. Nicht, weil du besser wärst oder entwickelter oder spiritueller oder so. Nein, sondern einfach, weil euer Lebensweg im Moment zusammen nicht passt. Und dann lasst diese Menschen in Liebe gehen. Lasst sie los. Achtens, überzogene Selbstkritik. Denn gerade Menschen, die, sag ich mal, was Gutes in die Welt hinausbringen, die sind oft sehr hart zu sich selbst. Die sind immer so super kritisch mit sich selbst und haben immer so die super Ansprüche an sich und so, oh, ich müsste doch viel mehr jetzt und hier leben oder so und ich sollte nicht so viel urteilen und so. Sei sanft mit dir. Auch du bist ein ganz normaler Mensch. Wir sind alle ganz normale Menschen. Wir sind alle auf dem Weg. Und es ist völlig okay, wenn du Fehler hast. Das macht dich menschlich. Das macht dich aus. Und sei einfach ein bisschen sanfter mit dir. Sei nicht so hart. Neuntens, urteilen über andere. Und ich glaube, es ist ziemlich klar, dass du das jetzt loslassen kannst. Denn wenn ich mit dem Finger auf jemanden zeige, so, dann zeigen immer hier drei Finger mindestens zurück auf mich selber. Und dann, Zehntens, alle Energiefresser in deinem Leben. Das heißt, alles, was dir deine Lebensenergie entzieht, lass das los. Denn deine Lebensenergie ist das Wertvollste, was du hast, diese Energie, mit der du jeden Tag rausgehen kannst. Diese Energie, mit der du anderen Menschen begegnen kannst. Und wenn es irgendwo etwas gibt, wo dir so permanent so Energie entzogen wird, dann lass das gehen, lass das los. Es ist wichtig, dass du auf deine Lebensenergie aufpasst, dass du die Verantwortung für dich selbst und deine Lebensenergie übernimmst. Alright, alright, alright. Hi, André hier. Hat dir das Video gefallen? Dann gib mir einen Daumen hoch. So, Däumchen hoch da unten. Wenn es dir nicht gefallen hat, blödes Video. Dann mach so, wenn du sagst, blödes Video. Daumen runter. Und bevor du gehst, noch zwei Dinge zu tun. Und zwar erstens, abonniere natürlich diesen Kanal. Wenn du es noch nicht getan hast, diesen Kanal jetzt abonnieren. Und zweitens, sichere dir den Gratis-Download für mehr Energie in 10 Minuten. Den findest du schwupp. Da oben, genau, dir den Gratis-Download für mehr Energie in 10 Minuten sichern. Damit stärkst du nämlich deine innere Lebenskraft, deine innere Lebensenergie und das in nur 10 Minuten. Hab jetzt einen wundervollen Tag, lass viel das Sörnchen rein, lebe mit viel Energie, sei so glücklich, wie du kannst und mach den Unterschied, für den du hier bist. Ich bin dein André und ich bin raus für heute. Mach's gut, ciao!